Hallo, ich bin's wieder, euer Pferd. Tritra, tralala, das Pferd ist wieder da. Heute fällt mir schon fast gar nichts, wieder mal gar nichts ein. Also reden wir über Politik, Literatur und also von Anfang an. Kennt ihr die drei Fragezeichen? Scholz, Habeck und Lindner. Ja. Wenn die drei in den Buchladen gehen würden, der würde sie direkt in den ersten Stock schicken, da wo Utopie und Fantasy-Bücher zu finden sind. Ja, und wenn sie dann mit der unendlichen Geschichte zurückkommen an die Kasse, sollte man sie direkt in den Knast schicken. Aber es wurde ja bereits alles geregelt vor dem europäischen, nicht in Karlsruhe, ne? Ihr wisst. Ja, und was haltet ihr jetzt von der ganzen Sache? Habt ihr einen Kommentar oder irgendeine Idee? Dann hinterlasst einen Kommentar. Oder macht selber ein TikTok.